Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Max. Wir dürfen du zueinander sagen, hast du mir erlaubt. Herzlich willkommen, Schwester Annabelle und Dr. Erlinger. Das war so ein Ziel, hierher zu kommen, ne? Ja, schon. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Allerdings hat das schon etwas Überwindung gekostet. So private Aufnahmen zu zeigen. So ist Fernsehen. Ja, muss man ein bisschen was von sich zeigen. War dir irgendwas unangenehm? Nein. Du hast eine tolle Mutter. Ja. Eine tolle Mama. Das ist wirklich so. Das ist so. Du hast über dieses Locked-In-Syndrom im Film gerade gesagt, das war wie Gefangensein in einem Anzug aus Blei. Ja. Auch wenn man sich es wahrscheinlich als gesunder Mensch überhaupt nicht komplett vorstellen kann. Wann und wie wurde dir das bewusst? Hast du eine Erinnerung an den Moment, wo du das realisiert hast? Ja, das war circa 4 Wochen nachdem das nach der Hirnblutung. Ja. Und das war in Frankfurt. Im Uniklinikum. Ich bin dann langsam wieder zu mir gekommen. Und hast dann realisiert, ich bin da, aber ich kann nicht sprechen, ich kann mich nicht bemerkbar machen? Es hat sich wie ein Traum angefühlt. Und ich habe jeden Tag gedacht, wann hört dieser Traum auf? Aber er hat einfach nie aufgehört. Hat denn deine Umwelt sofort realisiert, dass du präsent bist, dass du bei Bewusstsein bist? Weil alle sind ja vermutlich noch vom Koma ausgegangen. Und wenn man sich nicht bemerkbar machen kann und sagen kann, Leute, ich bin hier, hallo, ist es ja schwierig. Ja, wir hatten einen Kommunikationscode mit den Augen. Ich konnte also signalisieren, dass ich wach war. Also Augen auf, Augen zu, das war die Kommunikation. Das muss ja aber auch erst jemand merken und realisieren, ne? Ja, ich habe versucht, durch Klimpern auf mich aufmerksam zu machen. Hm. Aber es hat trotzdem etwas gedauert. Und es bedeutet ja auch, egal welche Gedanken da sind, welche Bedürfnisse, welche Schmerzen, welche Wünsche, es gibt keinen unmittelbaren Weg, das zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, du musst dich auch über weite Strecken furchtbar alleingelassen haben. Diese Einsamkeit war ein großes Thema. Denn obwohl meine Eltern physisch immer bei mir im Zimmer waren, war ich doch alleine, da ich nicht mit ihnen interagieren konnte. Hab dann später mit Buchstabentabellen, habt ihr ein bisschen die Kommunikation beschleunigt, aber es bleibt natürlich wahnsinnig mühsam. Und dieser schlimme Zustand, haben die Ärzte damals gesagt, der kann Jahrzehnte dauern. Das ist aber jetzt gerade mal 4 Jahre her und das hat auch nur 3 Monate in der Akutphase so gedauert. Dr. Emlinger, war das eine brutale Fehldiagnose damals oder haben wir hier einfach jemanden sitzen, der ein Wunder erlebt hat? Ja, ich glaube, er das Zweite. Eine Fehldiagnose war es nicht. Der Max hatte am Anfang wirklich ein komplettes Locked-In-Syndrom, aber er hat sich unheimlich schnell entwickelt. Ja, es war wirklich ein Wunder. Ursache war vermutlich eine Gefäßaussackung oder ein Gefäß, das geplatzt ausgelaufen ist in der Nähe des Stammhirns. Ja. Also er ist ja überhaupt kein Risikokandidat, sportlicher Typ und so. Also letztendlich weiß man es gar nicht. Das war wahrscheinlich eine venöse Blutung, also eine langsame, so eine Zika-Blutung. Es ging ja auch in Holland, glaube ich, über einen Tag, bis er dann in die Klinik ging überhaupt. Also wahrscheinlich keine arterielle Blutung. Aber letztendlich weiß man es nicht ganz sicher. Ist die Botschaft auch, es kann eigentlich jeden von uns treffen, jederzeit? Im Prinzip ja. Es ist wahrscheinlich eine angeborene Fehlbildung. Und man weiß zum Beispiel diese Kavernome, also man geht von einem Kavernom aus bei ihm, die hat so jeder 200. Etwa. Und das ist wie eine Zeitbombe, kann
Könnte sein. Hochgehen kann gut gehen. Ja, wenn man so danach lebt. Gell? Also zum Glück wissen wir es nicht. Deine Mama hat gerade erzählt, du hast ihr das Versprechen abgenommen, wenn das irgendwann wieder losgeht, wenn ich eine Nachblutung habe, bring mich nicht ins Krankenhaus. Lass mich einfach zu Hause. Hast du ihr dieses Versprechen wirklich abgerungen? Ja. Musste sie dir das geben? Sie musste, weil ich möchte auf keinen Fall in dem Zustand locken, aus dem ich jetzt rausgekommen bin, wieder zurück. Weil ich stell mir das schon schlimmer vor als den Tod. Schwester Annabelle war in der Reha eine wahnsinnig wichtige Person, hat auch mitgekriegt, was die Familie alles in Bewegung gesetzt hat, auch die Freunde. Also zunächst mal ging es ja darum, Max im Koma zu erreichen, später dann im Locked-In-Syndrom zu erreichen. Die haben Hörbücher aufgenommen, die Familie hat eigentlich die ganze Zeit vorgelesen, die haben alle möglichen Dinge von zu Hause mitgebracht. Ist das so ein bisschen Voodoo, dass man Erinnerungen versucht zu stimulieren, oder ist das tatsächlich wirksame Therapie? Das ist tatsächlich eine wirksame Therapie, da gibt es schon auch Studien und Belege dazu. Und ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen, dass wenn man da über ein Jahr oder zwei, wie im Max-Heim-Fall, in der Reha ist und das Zimmer einigermaßen gestaltet bekommt, wie das so ein Jugendlicher normalerweise hat, sprich mit Freunden, mit Fotos von Freunden und von der Familie. Manchmal haben sie auch die eigene Bettwäsche, eigene Pflegeprodukte, dass da Erinnerungen schneller wiederkommen und dass man so auch manche Fähigkeiten schneller wieder zurückholen kann. Die Schulklasse hat, glaube ich, Aufnahmen geschickt, ne? Einfach wie die sich so unterhalten und irgendwelchen Quatsch aus der Schule erzählen. Und ja, es hat mich dazu gebracht, dass ich zum ersten Mal wieder lachen musste. Kann ich mich auch gut dran erinnern. Ja. Auf einmal lacht er, ja, und alle haben gedacht, was war los? Zurückgespult, nochmal abgespielt, er lacht sich wieder kaputt. Ja, aber toll, dass diese Fortschritte, dass ihr die gemeinsam erleben konntet. Jetzt sagst du selber, Max, dieses Schicksal ist definitiv nicht fair. Also ich habe wirklich die Arschkarte gezogen im Leben. Ich nehme an, jetzt soll dir bitteschön keiner mehr mit dem Glauben an den lieben Gott kommen, oder? Ich finde schon, dass Gott eine Rolle spielt, eine wichtige Rolle. Und meine Mutter bestärkt mich auch in dem Glauben. Aber ich glaube eher an ein Leben nach dem Tod. Und das hier kann man halt nicht beeinflussen. Auch kein Gott. Ich würde dir in einem Punkt widersprechen. Ich glaube, du kannst das Leben hier schon ein gutes Stück beeinflussen, denn das hast du die letzten Monate getan. Max will noch laufen. Ist das realistisch, dass er beim nächsten Besuch hier auf zwei Beinen auf die Bühne läuft? Also der Max, der hat so einen starken Willen. Wir haben es ja im Film gerade gesehen. Er war hunderte Male sicher in der Krankengymnastik, hunderte Male geübt, einen Schritt, den zweiten Schritt. Und ich traue ihm das zu, Ich denke, dass das Wunder noch ein bisschen weitergeht, Dann würde ich mich freuen, wenn wir dieses Wunder weiter begleiten dürfen. Ja. Wer sich darüber informieren will und deine faszinierende Geschichte nachlesen will, Tsunami im Kopf, heißt das Buch auf sterntv.de. Haben wir Informationen dazu verlinkt. Und wenn diese ganze Scheißgeschichte wenigstens für was gut war, dann, dass das Etappenziel schon mal erreicht ist, der Besuch bei SternTV. Und ich bin froh, dass du hier bei uns bist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und dir alles Gute für den weiteren Weg, Max.